Wir dürfen einfach nicht zulassen, dass die Politik in Europa so weitergeht, dass die soziale Spaltung weiter zunimmt, ganze Regionen deindustrialisiert werden und die Demokratie immer mehr zurückgedrängt wird. Deshalb begrüßen wir es, dass die Linke auf ihrem Kongress über Alternativen zu dieser Politik diskutiert. Die Herrschenden wollen uns einreden, die Austeritätspolitik, die Kürzungspolitik sei alternativlos. Wir aber meinen, es gibt Alternativen. Das zeigt nicht nur Syriza in Griechenland. Überall in der Gesellschaft wird diskutiert über mehr soziale Gerechtigkeit, über die Notwendigkeit von Klimagerechtigkeit und über die kommende Demokratie. Weil es wird eine der zentralen Herausforderungen für die Linken sein, nicht nur Widerstand gegen die neoliberale Politik zu leisten, sondern eigene Alternativen zu unterbreiten und eigene Politikangebote, Vorschläge zu machen, die die Menschen in Europa aufgreifen können. Das ist schon deshalb wichtig, damit wir einen weiteren Vormarsch der rechten und rechtspopulistischen Kräfte verhindern.